Hallo zu Leute heute. Céline Dion leidet an einer seltenen Krankheit. Seit sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, machen sich viele große Sorgen. Vor allem auch Claudette, ihre ältere Schwester. Sie hat jetzt einen Einblick in Céline Dions aktuellen Gesundheitszustand gegeben. Herzogin Meghan ist heute 42 geworden. Wäre alles gut gelaufen, würde sie ihren Geburtstag vermutlich mit der königlichen Familie feiern und sich vom britischen Volk beglückwünschen lassen. Stattdessen begeht sie ihren Ehrentag im kalifornischen Montecito. Und hier sind weitere Leute heute. Ja, und auf Mallorca fand eine Promi-Party statt, bei der Liz Hurley Ehrengast war. Sie hatte ihren Sohn Damien dabei, der ihr sogar ein bisschen die Show gestohlen hat. Liz Hurley macht gerade Urlaub in Südfrankreich, wohnt da im Ferienhaus von Sir Elton John und sie ist extra für die Feier eingeflogen. Dieses Jahr jährt sich der Tod von Udo Jürgens zum 9. Mal. Der Musiker war kurz vor Weihnachten im Alter von 80 Jahren gestorben. Seine Tochter Jenny Jürgens und ihr Bruder John bringen in Erinnerung an ihren Vater jetzt Kinderlieder heraus, die er vor über 50 Jahren geschrieben hat. Oh ja. Ich freue mich, wenn Sie am Montag wieder bei uns reinschauen, 17:45 Uhr. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bis dahin. Tschüss.